Dass der Bund in Sachen Schutzmasken den Schweizer Bürger nicht reinen Wein geschenkt hat, sorgt bei Gesundheitspolitikern von links bis rechts für Empörung. So wie der Bundesrat gehandelt hat, uns brandschwarz angelogen, das geht einfach nicht. Nimmt man die Notlügen kaufen, das ist ja eine strategische Entscheidung gewesen. Und ich finde, es ist nicht die schlechteste gewesen, aber ich glaube, Ehrlichkeit wäre noch besser gewesen. Ja, ich finde es eine unschöne Situation. Man hat am Anfang gescheiter gesagt, wir haben leider zu wenig, wir müssen sofort beschaffen. Das Bundesamt für Gesundheit hat anfangs der Pandemie stets betont. Wie vor gibt es keine gesicherte Evidenz, dass das Maskentragen in der Öffentlichkeit wirklich einen größeren Schutzfaktor darstellt. Interne Protokoll, die die Sonntagszeitung heute publik macht, verraten, wie die Corona-Taskforce vom Bund Mitte April argumentiert. Lagerbestände mit Hygienemasken sind zurzeit noch ungenügend. Im Moment kann keine Maskentragempfehlung der Bevölkerung ausgesprochen werden. Zur Kehrtwende kommt es dann, wo der Bund genug Schutzmaterial hat. Plötzlich heisst es: Mit der Maske schützen wir uns selber und unsere Mitmenschen. Der Leiter der Sektion Krisenbewältigung vom Bundesamt für Gesundheit gibt zu, jetzt haben wir genug Masken, also empfehlen wir sie auch. Wären die Bestände schon vor ein paar Monaten unbegrenzt gewesen, wäre die Kommunikation eventuell eine andere gewesen. Die Woche rüffelt der Bund Kantone, Schutzmassnahmen besser zu kontrollieren und empfiehlt zum Beispiel die 100-Personen-Limite für Clubs. Auch das kommt bei Zürcher Gesundheitspolitikern nicht gut an. Finde ich schlecht. Der Bundesrat müsste einfach Grundhygienevorschriften vorgeben und dann den Kantonen überlassen, wie sie das regeln wollen, weil die Kantone sind sehr unterschiedlich. Es hat Innerschweizer Kantone oder Bergkantone oder zum Beispiel Appenzell-Innerrhoden, die nicht die gleichen Bedürfnisse haben wie ein Grenzkanton Tessin oder Genf. Schutzmasken-Unwahrheit stellt die Glaubwürdigkeit vom Bund, der Rüffel, die guten Beziehungen zu den Kantonen infrage.